sehe ich aus? Ich möchte spielen. Alexus! Das war ein Betrüger. Ein Römer, der die Königin töten wollte. Ich tue euch einen Gefallen. In dieser Stadt wird es auch nie langweilig. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ah, sieh nur. Der Magi. Ein Krieger mehr auf unserer Seite. Ich hoffe, Amun wird uns beistehen. Yeah.
Ah ja, meine Liebe. Bayek! Ah, du riechst nach Meer. Die hohe See hat mich in Beschlag genommen, aber jetzt bin ich dein. Die sogenannte Königin! Die dein Thronsaal wird zu deinem. Wer von euch trägt den Namen Venator? Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell? Und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm, ich befreie dein Kar von dir. Du Scheißkerl. Glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Du wirst gleich sterben. Das ist genug Änderung für mich. Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns! Hurra! Meine Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht! Zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben. Die einzige Würde, die sie noch hat, liegt im Tod. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Halte einen Platz in der Duat für deinen Bruder Septimius warm. Hey, alter Mann! Oh, bist du verletzt? Nur eine Fleischwunde. Hey. Mir geht's gut. Jetzt tut mir nichts mehr weh. Unser Verstand tobt. Was wir auch tun, man drängt uns immer weiter. Noch ein Versuch, uns auszulöschen. Meine Königin, ruht und erinnert euch. Wir müssen euch nicht ruhen. Es ist kein Ende dieses Bürgerkriegs in Sicht. Wir brauchen den verfluchten Thron. Unser Thron verrottet in den Händen unseres Bruders. Lasst Foxy das Schiff vorbereiten. Wir treffen uns mit Pompeius. Unser letzter Ausweg. Ihr zwei geht voran und sagt ihm, dass wir kommen. Ja, meine Königin. Bayek. Wenn wir nicht zuerst bei Pompeius sind, dann Septimius.
doch nur Mist. Die Gavinianer haben uns eine Feluke mitgebracht. Nett von ihnen. Septimius ist der Drahtzieher. Er ist der Mann, den wir der Verschlingerin opfern müssen. Was ist mit Potinus? Auch er wird Futter für die Verschlingerin. Dann kehren wir nach Hause zurück. Wir kehren nur in Gesellschaft Kleopatras nach Hause zurück, um den Sivanern zu zeigen, was sich verändert hat. Was wir verändert haben. Wie läuft es auf deiner Triere? Gut. Foxy, das hat mir das Kommando über... Warum lieben wir uns nicht jetzt und hier? In diesem Schiffboot? Nutzen wir diese seltenen gemeinsamen Momente, bevor dein neuer Beruf als Retterin von Ägypten dich mir wieder entreißt. Du machst Witze, aber es ist nicht lustig. Es geht um etwas Großes. Dieses Land befindet sich im Bürgerkrieg, das lässt sich nicht einfach leugnen. Überall herrscht Elend. Ich liebe dich, Aya. Und wir sind Magi. Wir dienen und beschützen, aber wir arbeiten allein. Ich teile deinen Hass auf Ptolemäus. Aber vergiss nicht, Kleopatra ist auch Ptolemäerin. Sie ist nur das Bessere von zwei Übeln. Wir müssen etwas Großem dienen. Welcher großen Sache dienen wir jetzt? Wir sind Eltern. Wir waren Eltern. Ich liebe dich, Bayek von Siva. Aber was wird nur aus dir? Der Tod liegt in der Luft. Ich kann es riechen. Ich gewöhne mich langsam an faulendes Fleisch. Sind das Leichen? Götter, der Nil wird viele Monde lang rot fließen. Osiris hat viel zu tun. Das sind Römer. Keiner von Ptolemäus Mistkern? Nein. Eine recht formlose Beseitigung. Anscheinend kommen wir zu spät. Septimius war schneller. Lustig, wie alle großen Männer irgendwann zu Wurmfutter werden. Das hier begräbt all unsere Ambitionen. Nein. Nein, das kann nicht sein. Wo ist Cäsar? Er ist jetzt in Alexandria. Er wird schwer bewacht, also gibt... Bringt uns zu ihm. Wir kommen zu Cäsar. Und wenn wir durch die Kanalisation des Palastes kriechen müssen... Eine Vorwarnung, Bayek. Es gibt kein Zurück, sobald wir an Bord des Schiffes sind. Und es endet mit der Königin auf dem Thron oder unseren Köpfen auf einer Lanze. Ich verstehe. Ich habe nicht oft eine Göttin als Fracht. Bitte verzeiht, es gibt weder König noch Königin auf dem Schiff. Nur Götter und Göttinnen. Ihr passt gut hierher. Alles Fremde und Schreckliche ist willkommen. Meine Quartiere sind nicht so komfortabel wie euer Palast. Komfort? Wir verachten ihn. Mein treuer Schildträger, bist du krank? Nur voll Ehrfurcht vor der Göttin. Wir müssen uns würdig erweisen.
Ich kann nicht glauben, dass sie auf unserem Schiff ist. Ah, lass dich von ihrem Auftreten nicht täuschen. Sie braucht uns mehr als wir sie. Ah ja. Sie ist die wahre Göttin. Dort. Siehst du das? Ah ja, zeigst du bald schon den besten Ort, um Liebe zu machen? Genug, Fox. Jetzt machen wir Krieg. Brüder auf See! Heute haben wir wertvolle Fracht geladen. Königin Kleopatra, Herrin der Vollkommenheit. Königin von Biene und Binse. Mit so vielen weiteren anmaßenden Titeln, dass mir die Luft ausgeht, wenn ich sie nur denke. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit zum Bug richtet, werdet ihr bemerken, dass dort ein paar Freunde auf uns zukommen. Abgesandte unseres kleinen Pharaos. Wie nett von ihnen, uns zu besuchen. Dann heißen wir sie willkommen, oder? Wärmstens mit einer flammenden Begrüßungskugel. Alala! Das erinnert mich an einen Tag vor 20 Jahren, als ich mit dem Piraten gesegelt bin. Die Sizilianer, oder? Ah, du hast davon gehört? Das stimmt. Auch damals ließ ich mich kaufen. Sie wollten Antiochia angreifen und brauchten ein paar zusätzliche Segel. Das war mein erster und einziger Ausflug in das Leben der Piraterie. Lieber bewahre ich mir einen Hauch von Anstand. Nur einen Hauch. Selbst ein Hauch ist schwer zu wahren. Er spricht! Der große Wettschein! Wir sind auf See, Kapitän. Der einzig Große hier bist du. Ptolemäer! Verbrennt sie! Alala! Lass sie brennen! Von unserem Feuer! Sehr gut gemacht. Das Seefahren liegt dir im Blut. Seefahren ist einfacher, wenn es keine anderen Schiffe gibt, die einen versenken wollen. Ruft ein Dutzend fehlende Trieren nicht die Flotte auf den Plan? Es wird etwas dauern, bis sie die Wracks finden. Vorwärts! Kapitän, mein Schild riecht wie Holzkohle. Du machst es. Bitte sei still. Wir machen weiter. Aber vorsichtig. Noch sind wir nicht in ruhigen Gewässern. Da! Noch mehr vom Ptolemaios-Schiffen! Sie wollen uns einkeilen und gegen die Küste drängen. Ich kann es dir ansehen. Warum sollten wir kämpfen? Wir drängen uns einfach durch und fahren direkt nach Alexandria. Der Weg muss sicher sein für Kleopatra. Wir müssen das tun. Diese Naked Yadid werden Rays Pfeile spüren. Schöne ägyptische Schimpfwörter auf einem griechischen Schiff. Vielseitigkeit macht das Leben interessant. Und Blutvergießen. Alala, alala. Die Flotte erwartet Befehle, Euer. Unsere Katapulte feuern auf dein Zeichen. Wer war nochmal der Gott des Feuers? Weck ihn auf und sag ihm, dass seine Zeit gekommen ist. Das ist kein Kampf, den man ohne Katapulte gewinnen kann. Alala! Auf geht's! Die Flotte erwartet Befehle. Ein Zeichen! Und es wird Feuer auf sie herabregnen. Erhöht das Tempo! Greift an, ihr Faulpilze! Das sperrt ihnen den Weg! Lasst sie nicht wenden! Gnade!
Die Luft stinkt und nicht nach Männerschweiß. Was ist das? Halt, Foxy, das. Sieh dort, auf dem Wasser. Zwei Schiffe versenkt! Ptolemaios! Aber er hat eine schöne Marine! Ich bin kein Feldherr mit prall gefüllten römischen Schatzkammern! Das waren meine Männer! Ganz ruhig, Foxy, das. Wir sind noch nicht am Ende. Unsere Katapulte erledigen das. Sie werden bezahlen. Und teuer bei Zeus Eiern! Ich will den Ozean mit ihrem Blut tränken! Damastes! Gib den Befehl! Erhöht die Schlagzahl! Ja, mein Kapitän! La la la! Sie schicken eine Oktere! Eine schwimmende Stadt! Verdammt! Wollen die Götter meine Flotte versenken? Verfluchter Poseidon! Ersticken sollst du an diesem alten Fisch! Kopf hoch, alter Mann! Beleidige die Götter nicht ohne Grund! Zornige Götter wären mir jetzt lieber als sanftmütige! Öffnet den Himmel und lasst irgendeine Scheiße auf uns regnen! Ein Biest muss noch erlegt werden. Wir werden angegriffen! Gefahr wieder entdeckt. Bayek, du bist ein glücklicher Magi. Allerdings. Glücklich über deine grimmige Gesellschaft. Tut es dir leid, dass ich dich aus dem Ruhestand geholt habe? Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Mein Blut fließt schneller. In der Hitze des Gefechts. Bei Zeus. So viel Aufregung habe ich seit den frühen Tagen von Kleopatras Vater nicht mehr erlebt. Lass uns nicht voreilig feiern, alter Mann. Wir sind noch auf See mit einer Fracht im Wert von 1000 Schiffen. Ob Kleopatra unbeschadet überlebt hat? Ihre Kleider sahen teuer aus. Alle sind sicher, das war's. Angriff von Steuerbord! Also verfahren! Ptolemäus-Schwächlinge sind nicht tot. Nehmt die Schilfboote und entkommt durch den Nebel. Ich erledige das hier. Das Schicksal ist ein räudiger Hund, Eier. Genießt die Ruhe, ich bleibe hier im Flieht, ihr Narren! Ignoriert die Pfeile! Bevor wir kämpfen, ehren wir noch unsere Göttin! Wir dürfen auf keinen Fall römisches Blut vergießen. Man kann nicht bis an die Zähne bewaffnet in den Palast spazieren. Dann legen wir die Waffen ab. Bewaffnet oder nicht, sie wird erkannt werden. Dies eine Mal mag ein königlicher Auftritt unnötig sein. Seid ganz natürlich. Wir tun, als würden wir hier ein- und ausgehen. Vergesst das nicht.